Und damit GDO, Leute, und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Odyssey. So, wir sind in der Wüste angekommen und müssen noch dem Rätsel auf die Spur kommen, warum das Ganze hier so kalt ist. Und das werden wir versuchen, in diesem Part zu erreichen. Wir schauen uns natürlich noch ein bisschen weiter um. Ich würde sagen, wir gehen direkt wieder rein. Und ja, wir waren hier stehen geblieben, haben Paddy gemacht, aber jetzt wieder zurück zum Ernst der Lage. Warum ist es hier so kalt? Habe ich mit dir schon gesprochen? Ah ja, habe ich. Okay. Genau. Gut, hier in der Stadt haben wir, glaube ich, soweit alles erkundet. Ja, ist auf jeden Fall... Ja, sind noch einige eingefroren. Ja, das kann ich kaum mit ansehen. Ich würde sagen, wir gehen schnell in die Richtung, damit wir das Ganze hier auftauen können. Damit es den Dorfbewohnern besser geht. Und vor allen Dingen wir hier auch mehr Monde sammeln können. Also, das ist ja hier wirklich sehr traurig. So, aber bevor wir das machen, holen wir uns natürlich die Monde, die wir sehen auf dem Weg. Holen wir uns auf jeden Fall. Warte mal, wie ging das hier nochmal? Man konnte doch... Genau, man konnte hier so hoch und dann, glaube ich, diesen Move machen, ne? Genau, weil dann holen wir uns den Mond auch schon mal. Und da sehe ich auch ganz viele Monde. Wir können hier auch einen kleinen Skip machen. Dahin kommen wir noch nicht drüber. Da oben haben wir den Mond schon. Aber Eile mit Weile, ne? Wir gucken uns hier um, wir nehmen uns Zeit. Uns hetzt ja niemand. So lang ist das Spiel ja nicht. Also von daher, nur mit der Ruhe. So, den Checkpoint hier holen wir uns natürlich auch noch. There we go. Also wir haben hier noch genug Zeit. Bullet Bill. So, dich nehmen wir erstmal nicht mit. Du wirst später relevant. Und zwar, ich weiß gar nicht, hier schon? Ja, da, okay, genau. Da ist eine Insignia. There we go. Okay, dann brauchen wir... Ja, ich glaube, ich krieg's nicht mehr hin. Aber eine weitere Speedrun-Strat ist quasi, dass wir dagegen donnern, genau in dieser Ecke. Ah, schade. Okay. Also, ich werde es trotzdem nochmal versuchen. Ja, und dann haben wir es geschafft. There we go. Wie geht's dir? Ich bin das Miauxi, von dem du sicherlich schon gehört hast. Wenn du möchtest, stehe ich dir für 30 Münzen zur Verfügung. Na, was sagst du? Ja, später. Du hast ja keine Ahnung, was dir entgeht. Ja, das stimmt. Aber wir holen uns erstmal hier den Mond. Und natürlich hier das Money. Dann holen wir uns hier mal die Coins. Ah, mit dem Coup. Oh nein, ich hasse die Mission. Okay, die Frage ist jetzt nur... Ah, stimmt, wir können hier irgendwie rein, ne? Ja, 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 ja. Oh, nein, 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 nein. Oh, die Steuerung. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen das Mauxi-Rätsel und dann gehen wir zum Cooper. Let's go. Hier gibt es auch zwei Mone drin. Das heißt, hier müssen wir uns in Acht nehmen. Oh, und lila Coins. Damn. Alright, das wird schwierig, glaube ich. Ah, ja. Boah, die Steuerung ist echt nicht so nice. Not gonna lie. Ja, 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 ja. Da sind auch wieder Coins, ja. Nehmen wir mit. Was wartet hier? Oh, Musikrätsel. Ja, okay. Tricky. Oh, okay. Oh, das war knapp, ey. Gut, dann haben wir den ersten Mond schon. Oh, okay, das war schon gut. Ich dachte echt, das klappt nicht mehr. Das sah auch gerade... Bisschen zu knapp aus. Warte mal, wollen wir hier hoch? Also ich sehe da keine lila Münzen mehr, tatsächlich. Aber hier, gute Entscheidung. Gut. Ich meine, wir hätten theoretisch auch noch umkehren können. Aber so ist auch alles gut. Und da ist auch der zweite. Das heißt, theoretisch, weil das bringt uns ja nach oben, theoretisch gibt es hier sogar drei Monde, weil wenn wir rausgehen, haben wir ja da die Truhe, die wir gerade schon gesammelt haben, auf anderem Wege. Krass, dann ist die Sub-Area echt sehr lohnenswert. Ne, weil... Ah, ne. Ach, da oben... Ah, da kommen wir gar nicht oben raus. Gab es dann einen anderen Weg dahin? Oh, dann weiß ich das tatsächlich gar nicht mehr. Egal. Gut, gehen wir zum Cooper. Ich hasse diese Cooper-Mission. Das ist einer der Sternmonde... Sternmonde, jetzt habe ich es gesagt. Einer der Monde, die ich echt immer nicht so easy hinkrieg. Hey, Kumpel, Lust auf eine kleine Herausforderung? Laufen finden ja die meisten ganz schön, aber kaum jemand gibt sich richtig Mühe. Beim Pfeile laufen geht's genau darum. Wenn du dich als Talent erweist, bekommst du sogar einen Preis.
klar. Weil wir müssen hier jetzt einen perfekten Kreis laufen und der verschwindet nach der Zeit. Ah, und ich bin nicht gut in sowas. Mal gucken, vielleicht wird es ja trotzdem ein First Try. Packe einfach den Pfeil auf den Boden. Jetzt kommt der knifflige Teil. Nach kurzer Zeit verschwinden die Pfeile. Du musst mindestens 80 Punkte einheimsen. Auf geht's. Oh boy. I don't see it. Oh mein Gott. Das war nicht gut. Oh, wobei. Oh, gegen Ende war es nicht gut. Aber davor, zählt das? Es waren ja mindestens 80 Punkte nötig zum Gewinnen. Denkst du, du hast es geschafft? Du hast 100 Punkte. What? Das gegen Ende hat noch als Punkt gezählt? Oh, und hier auch am Anfang vor allen Dingen, ne? Da habe ich ja so. Da hatte ich einen Punkt, wo ich nicht wirklich getroffen habe. Und da oben, also gegen Ende da oben, habe ich ja überhaupt nicht mehr die Pfeile getroffen. Ah, krass, dann ist da eine sehr große Toleranzgrenze für uns. Sehr schön, aber wir haben 100 Punkte, das ist einfach perfekt. Dein Lauf war nicht von schlechten Eltern. Tada, dieser Mond gehört jetzt dir. Digga, das war der perfekte Run. Das werde ich nie wieder schaffen. Und ich sage, ich bin nicht gut in sowas. Alter, aber die Toleranzgrenze war ja heftig. Also wir konnten ja übel daneben laufen und es hat gepasst. So, den Mond hatten wir schon da drin. Wir hatten hier aber noch irgendwo Münzen, oder nicht? Irre ich mich? Was ist da? Guck mal an. Da ist eine weitere... Oh, da Samen. Genau, und dann können wir ihn einfach reinwerfen. Dann können wir ihn einfach reinwerfen. There we go. Wir haben hier noch drei Münzen übersehen. Und, waren wir hier in dieser Tür schon drin? Guck mal, das habe ich nämlich auch übersehen. Casino. Spiel eine Runde Jackpot. Das Spiel, das du von der Brutzelebene aus die ganze Welt erobert hast. 10 Münzen. Ui, und wir kriegen einen Mond. Okay, das heißt, wir müssen den Jackpot hinkriegen. Oh, shit. Warte mal, nach dem Herz. Oh mein Gott. Easy. Okay. Man kann es auch irgendwie in einem Run machen, aber ich habe es gerade leider nicht so gut hinbekommen. Egal. Können wir nicht auch hier hoch? Guck mal, Leute. Ich habe eine Idee. Wir können ja bestimmt hier einmal ein bisschen abkürzen. Und da dann hier das Tor aufmachen. Dann können wir nämlich auch da lang. Und hier haben wir nämlich den nächsten Mond. Den habe ich nämlich auch wieder ganz vergessen. Und dann können wir da direkt hoch und weiter. Ja, dann sparen wir uns irgendwie den Weg da nochmal durch die ganzen Bullet Builds. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So, wir haben auch schon genug Monde, dass wir jetzt theoretisch weiter können. Aber wir können die armen Dorfbewohner ja hier nicht im Stich lassen, ne? So, wir haben hier nämlich... Oh, noch ein Checkpoint. Gut, den holen wir uns auf jeden Fall. Noch. Ab durch die 2D-Section. Da sind nämlich auch wieder Münzen für uns. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Insigne gibt. Nee. Ich glaube, das ist einfach nur ein ganz kurzes Unterfangen. So, aber hier in dieser Box gibt es nämlich noch einen Mond. Oh, der einfach da hinten ist. Okay. So, da brauchen wir auf jeden Fall keinen Bullet Bill. Das kriegen wir auch so hin. Nice. Läuft auf jeden Fall sehr gut, Leute. Aber wir sind noch lange nicht fertig mit dem Gebiet. Wir können ja mal gucken. Uns fehlen quasi noch... Oh, es gibt 69 Monde hier und wir haben gerade mal nicht mal ein Drittel davon. Eieieiei. Okay, ich würde sagen, gehen wir weiter. So, hier, genau, den Mond hatten wir schon. Wir müssen so gesehen einfach auf die andere Seite. Alright. Dann sind wir schon fast auf dem Turm. So, die offensichtlichen Monde habe ich jetzt auf jeden Fall schon gesammelt. Es gibt unten auf jeden Fall noch, auf der anderen Seite hier, gibt es deutlich mehr Monde, die wir noch kriegen können. Aber das holen wir dann, würde ich sagen, einfach ein andermal. Oder halt gleich. So, hier gab es, glaube ich, aber einen versteckten Mond, wenn ich mich recht entsinne. Aber wo? Ah, genau da. Müssen wir runterfallen. Und dann haben wir hier zumindest schon mal versteckte Münzen. Oder waren es nur versteckte Münzen, die es hier gab? Nee, ach, da oben, genau. Guck an. Wir müssen nämlich hier hoch... Oh. Ja, wir müssen...
Es ist nicht so einfach, Freunde, wie es aussieht. Wir müssen nämlich hier hoch, bam. Und das Timing abpassen. Bam. Oh, damn it. Dann müssen wir das doch hier so machen. Ah, wir machen es so. Perfekt. Genau. Oh, oh. Oder ist das der normale Weg? Es ist der normale Weg. Aber da ist bestimmt noch ein Secret. Ja, da ist der. Da ist der Geimermond. Perfekt. Ja, okay, hier ist der andere Mond. Aber das taut doch jetzt nicht alle Leute auf, ne? Das war ja jetzt hier nur der normale Mond auf dem Ruinenturm. Mm-mm. Hä? Doch? Und ich habe den Checkpoint. Achso, ich dachte gerade schon. Aber ich habe den Checkpoint nicht aktiviert. Oh, damn. Okay. Hier geht's weiter. Mondstücke im Sand. Ah, genau. Und dann geht's da weiter. Und wir kommen erst später in die Pyramide zum Auftauen. Das war nur der Anfang, Freunde. Genau. Aber das Ganze machen wir wieder im nächsten Part. Ich würde mich freuen über eine Bewertung, Kommentare und wenn ihr mich natürlich abonniert. Das wird mir sehr weiterhelfen. Road to 1000. Ne? Wir sind ja auf gutem Wege, würde ich mal behaupten. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein und schönen Tag euch.